Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns in die Logik des Hiob-Buches hineinversenken, dann hat Hiob gestern von seinen Freunden gehört: Am besten bist du still, denn Gott ist gerecht. Gott ist unbedingt gerecht. Das heißt, deine Entscheidungen sind nicht zu hinterfragen. Und du solltest eher darüber nachdenken, dass es gerecht ist, was dir geschieht. Ist das nicht unglaublich hart? Hiob nimmt das ja zunächst an, aber es werden noch viele, viele Dialoge, viele Gespräche, viele Fragen werden in diesem Buch noch aufstehen. Hiob bleibt zunächst bei diesem ungemein harten, bei dieser harten und strengen Vorstellung von Gott. Wir haben das gehört. Und wäre ich im Recht, selbst wenn ich im Recht wäre Gott gegenüber, ich könnte ihm gar nichts entgegnen. Wollte ich zu ihm rufen, würde er mir überhaupt Antwort geben? Ich glaube nicht, dass er auf meine Stimme hört. Wer wollte einem Menschen wie Hiob und all denen, die sein Schicksal ähnlich erleiden, eine solche Resignation verdenken? Und immer wieder, wenn die Frage auch bei uns aufsteht, immer im Angesicht des Leids oder von etwas Unbegreiflichem, sagen wir sehr schnell: Wo ist denn da Gott? Wie ist das denn mit der Gerechtigkeit? Wie kann das denn sein, dass Kinder leiden müssen? Wie kann das sein, warum wird der gerade krank? Warum stirbt die jetzt und so früh? Oder warum habe ich das jetzt? Warum muss ich das aushalten? Hiob hatte die Stimme Christi noch nicht gehört, liebe Schwestern und Brüder. Hiob muss sich noch durch viele Stunden, Tage, ja Jahre hindurchfragen zu einem Gott, vor dem er sich am Ende neigen wird, wenn auch nicht resigniert, sondern voll Ehrfurcht, aber doch nicht richtig verstehen. Vielleicht hilft uns die Stimme aus dem Evangelium, von der wir sagen, dass es eine gute, frohe Botschaft ist, die Stimme Christi, der heute, die ihm nachfolgen wollen, mahnt: Kein Blick zurück. Wie oft tun wir das? Wie oft stochern wir in den alten Geschichten herum, in den alten Wunden, berufen uns auf unsere Erfahrungen und sagen: Ja, aber das muss man doch verstehen. Wie viele, und ich will es einmal nicht negativ sagen, wie viele Sachen werden in die Therapien hineingetragen, um sie irgendwie aufzuarbeiten, um am Ende doch nur zurückgeworfen zu sein auf dieselben Geschichten. Es braucht eine Perspektive, und die gibt uns Christus heute. Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, taugt nicht für das Reich Gottes. Es braucht immer, bei aller Prägung, auch bei allen schlimmen Erfahrungen, die Menschen machen müssen, es braucht immer eine Perspektive, und Jesus sagt uns, es ist der Blick nach vorn. Der mutige Blick nach vorn. Du aber geh und verkünde und lebe das Reich Gottes.